Nicht gut. Gar nicht gut. Geistkampfhaltung. Um die Geistkampfhaltung einzunehmen, musst du entweder Mongolenanführer aus der Tarnung heraus niedermetzeln oder genug Gegner töten, ohne Schaden zu nehmen. Es ist entschieden. Yarikawa wird für uns kämpfen. Mein Onkel wird davon erfahren wollen. Oh, da lang? Oh, dieser. Was, woher? Da hinten, okay. Wo geht's hin, Übeltäter? Wenn es da nicht ist... Ah, da ist der Bambusstand. Ich wusste es doch, hier gibt es einen. Aber ich glaube, der ist erst jetzt verfügbar. Okay, schnibbeln wir mal. Ach du Scheiße. Schnibbeln wir mal. Ach du Scheiße. Ja, genau das. Okay. Und Grund. Oh Gott. Mhm, Kreis. Okay. X, Kreis, Viereck. Das war falsch. X, Kreis, Viereck. Sehr gut. Sah kompliziert aus, als es ist. Noch drei Stück. Ich glaube, so viele gibt es dann auch nicht mehr. Ich würde fast behaupten, es wären die letzten drei. Ich kann noch mal ganz kurz gucken. Noch drei Quellen, noch drei Stände. Drei Shinto-Schreine, drei Leuchttürme, vier Haikus, zehn Schreine und sieben Säulen. Und wieder ein Geschenk. Natürlich. Und wir haben die Geistkampfhaltung erlernt. Aber mit der können wir sonst nichts machen. Wir haben diese vier. Oder? Doch da. Die ist aber schon komplett ausgemaxt. Geistkampfhaltung. Näher dich gegnerischen Anführern, während du dich tarnst, um sie niederzumetzeln und die Geistkampfhaltung einzunehmen. Sobald du die Geistkampfhaltung eingenommen hast, kannst du bis zu drei Gegner mit tödlichen Angriffen ausschalten. Okay, also quasi eigentlich ist das doch quasi wie ein wie Attentat. Quasi ein Dreierattentat, nur mit Geistkampfhaltung diesmal. Ja, ist okay. Oh nee, sieben. Lehre deine Gegner das Fürchten, damit sie denken, dass du übermenschlich bist. Töte sieben Gegner ohne Schaden zu erlangen und nimm die Geist. Ach so. Okay. Okay, ich verstehe. War schon ausgelevelt. Ich habe nur noch quasi einen Punkt, brauche ich noch. Dann haben wir fast alles durch, ne? Eins, zwei, drei, vier. Vier Punkte brauchen wir noch. Gut, das kriegen wir hin. Dann gehen wir mal schnell das Geschenk einsammeln. Und dann ist jetzt die Frage, die haben bestimmt, die wollen bestimmt irgendwas. Die wollen mich wahrscheinlich nicht unbedingt töten, aber die wollen eventuell mich zwingen aufzugeben oder mich vielleicht sogar brechen, indem sie Fürst Shimura töten. Oder das Problem ist, Ryuzu weiß, mit wem wir hier so unterwegs sind. Ja, könnte nicht ganz so einfach werden. Heimsuchende Träume. Oh, das klingt gut. Von denen getragen, die den Tod erblickt haben. Das nehme ich. Die Augenbinde wird aber langsam ein bisschen... Weiß ich nicht. Ich finde die ein bisschen merkwürdig in Zwischensequenzen mittlerweile. So, gibt's hier was Neues. Haben wir noch irgendwelche Geschichten? Ansonsten würde ich jetzt nämlich langsam den Sturm auf der Burg machen. Was ist da? Das ist aber kein Dings, ne? Ne, ne, hier kann ich nur einen abbeten, glaube ich, ne? Guten Tag. Ja, ja, sonst ist hier nichts. Sonst ist hier eigentlich nicht viel, ne? Für uns jetzt so. Aber ich kann einmal ganz kurz... Gibt es noch Fragezeichen hier? Nö. Ja gut, denn hier. Wo ist er denn? Ach, er ist in... Ach, er ist jetzt im Lager. Dann wollen wir nochmal hin... galoppisieren.
Und dann mal langsam Sturm auf die Burg. Uff, ja, also Gegner töten ohne Schaden zu nehmen geht auch nur mit Attentaten. Ach, jetzt dürfen wir hier auch endlich rein. Guck mal einer an. Guten Tag. Behandelt eure Waffe wie eine Erweiterung des Arms. Jeder Fürst Sakai, gute Arbeit. Gibt's hier zufällig auch einen Bambusstand? Natürlich ist er echt. Ich frech für Kronen. Können auch langsam mal ein bisschen wieder Ausrüstung brauchen, so, ne? Ich meine, ihr habt nichts mehr. Zumindest keine Haftbomben. Haftbomben sind ja nicht immer gut. Brauche ich einen Fallensteller, glaube ich, ne? Gibt es einen Fallensteller? Glaube nicht, ne? Nee, gibt es, glaube ich, nur so einen blöden Kackhändler, ne? Mist. Doch, hier gibt es einen Fallensteller. Ne. Da vorne. Ah, bin ich sogar dran vorbeigelaufen, habe ich direkt dran vorbeigeguckt. Hey, my friend. Herr, etwas von euren Jagdzügen anzubieten? Ich muss mal ein bisschen. Okay, ist voll, 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 nicht voll. Das machen wir mal. Boah, wir haben 3000. Easy. Voll. Voll. Ich hoffe, das hilft. Und dann noch ihn. Voll. Bis bald. Dankeschön. Ich freue mich schon auf Kunde von euren Siegen. Ja, ich mich auch. So, dann wollen wir mal loslegen, Onkelchen. Onkel Poponkel. Oh, Onkel? Ach so, von hinten natürlich. Ist ja was Besseres als wir. Dank euch haben wir eine Armee, um meine Burg zurückzuerobern. Ich sagte doch, Juna schafft das. Ich veranlasse bereits ihre Belohnung. Die Verstärkung des Shoguns wird bald hier sein. Doch vorher müssen wir ein neues Problem lösen. Meine Späher haben einen Befehl des Khans abgefangen. Er war adressiert an Ryuzo. Seine Söldner sind bereit, uns anzugreifen. Wisst ihr, wo Ryuzo ist? Nicht weit. Vor Koyasan. Ihr müsst ihm nicht selbst entgegentreten. Er war mein Freund. Ich kümmere mich um ihn. Oh oh. Tut, was ihr müsst. Unsere Truppen sind kampfbereit, wenn ihr zurückkehrt. Also Juna darf gehen, dann ist die nächste Frage, was lässt dich glauben, dass die eine Abrechnung im Blut, was lässt ihn glauben, dass die Nachricht überhaupt beim Shogun angekommen ist? Und vielleicht müssen wir ihn nicht töten. Vielleicht mitkommen. Ist vielleicht keine gute Idee, jetzt das Fort hier zu verlassen. Wir können nicht alles mitnehmen. Was lässt du zurück? Mehr als du auch nur ahnst. Am Festland gibt's neues Werkzeug. Du verlässt uns? Dein Onkel hält sein Wort. Unser Boot liegt bei Sonnenaufgang ab. Ich brauche noch einmal deine Hilfe. Ryuzo versteckt sich in Fort Koyasan. Ich kann nicht. Bitte verstehe. Ich habe mich mein Leben lang dafür geplagt. Ging hungrig zu Bett. Riskierte Kopf und Kragen, um Geld zu haben für ein neues Leben auf dem Festland. Ich kann nicht aufgeben. Ich weiß das doch auch. Hilf mir gegen Ryuzo und ich bringe dich zum Schiff. Das ist dein Kampf, Jin. Nicht meiner. Ich verstehe das. Ich will nur. Wir brauchen nur ein neues Leben. Ich halte dich nicht auf. Danke, Juna. Für alles. Ich hoffe, du findest Frieden. Du auch. Sie stirbt. Oh nein, mein Herr. Hört auf eure Schwester, Taka. Sie kümmert sich um euch. Lebt wohl, Fürst Sakai. Ich kann das allein, im Schatten der Nacht.
Irgendjemand wird sterben. Irgendjemand wichtig ist. Ich befürchte, es wird Yuna sein. Und das finde ich nicht gut. Ich werde dich kriegen, Ryoso. Vor Koyasan. Da. Ah, okay. Im Schatten der Nacht. Dann. Oh, schnell mal da. Ist keine gute Idee. Weiß ich nicht. Mich mal abseilen. Ich halte das für keine gute Idee. Aber hey, wer bin ich schon? Offensichtlich immer noch sehr unehrenhaft, wie mir scheint. Vor Koyasan. Ein Nest voller Verräter. Mhm. Hm. Ich muss das vorausspähen. Wahrscheinlich da oben, ne? Ja. Gibt's hier einen Duellring? Das sind viele. Oh, fuck. Mongolen, als wären Strohhüte nicht schlimm genug. Schwester Kai, wartet! Ihr verratet uns noch. Ich lasse euch nicht allein gehen. Wenn Was? Yuna nicht mit euch geht, dann muss ich es. Nein! Darauf seid ihr nicht vorbereitet. In Yarikawa sagtet ihr, wenn wir zusammenstehen, können wir unsere Heimat retten. Ich stehe hinter dem Geist. Nein. Ihr kämpft nicht gegen Mongolen. Wenn euch was passiert, lasst mich sie wenigstens ablenken. Nein. Und einige fortlocken. Nein! Das erhöht eure Chancen. Nein! Jin? Na gut. Ah. Wenn sie euch folgen, reitet so schnell ihr könnt ins Lager zurück. Ich enttäusche euch nicht. Oh, er wird sowas von sterben. Los, er ist ich werde jetzt zuschlagen. Er ist quasi schon tot. Hunde! Mongolen sind alle hässliche Hunde! Ich sage Fürst Shimura, dass ihr hier seid. Die Samurai werden euch holen. Die schneiden euch die Köpfe ab, ihr Feiglinge! Samurai, Tokloch auf! Boah, wie viele er weglockt einfach, wa? Viel zu viele. Aber die sind alle nur zu Fuß unterwegs. Okay, wie komme ich jetzt hier rein? Am besten. Komme ich irgendwo durch? Oder muss ich durch die Vordertür? Ich dachte, ich schlage im Schatten der Nacht zu. Anscheinend habe ich mich da getäuscht. Gut gemacht, Tucker. Und jetzt bringt euch im Lager in Sicherheit. Keine Spur von Ryoso. Er muss hinter dem Tor sein. Mhm. Chiharu! Ach ja, gut, dass ich hier nicht hochkomme. Oh, warte. Okay, ich komme da nicht hoch, ne? Nee. Ich muss quasi den Weg da gehen. Sehe ich das richtig? Das finde ich nee, aber nicht gut. Nee, da drüben könnte ich noch lang. Das geht ein bisschen leiser sein, ne? Tindwen! Oh, der kommt wirklich her. Das ist ja nicht so gut. Um nicht zu sagen kontraproduktiv. Der ist der Alte.
Gichte. Ja, wir haben alle so ein bisschen Gicht, ich weiß. Tun wir mal eine Deckung tun. Das ist nicht gut. Der bleibt weg. Der sieht mich nicht. Hol dir mal das Glöckchen, Kollege. Puff tot. Schon auf die andere Seite, hoffentlich ungesehenerweise. Nee, du siehst mich nicht. Böse, böse. Nicht gucken. Schnapp mir den mal von hier. Das juckt. Ja, okay, hoch geht auch. Wenn es denn hilft. Okay, da hinten ist einer. Wenn wir den mit einem großen Pfeil schon mal wegmachen. Das sind zwei, ne? Ja, na, ist nicht gut. Da glotzt einer aus dem Fenster. Das war der einzige hier drin. Ah, guckt natürlich. Ah, gut, er legt sich schlafen. Nicht immer schnell. Und leise. Das heißt, glaube ich, er wird gesehen. Jetzt nicht, ne? Schnell weg. Auch aufs Dach wäre jetzt gut. Zack. Den schon mal wegmachen. Ach Mist. Genau jetzt hat er sich bewegt. Zack. So, jetzt müssen wir ihn noch ein bisschen aufräumen. Na los. Hallo, du sollst aufräumen, nicht rumeiern. Ja, der kommt nicht mehr, glaube ich. Rum. Boah, der hat gute Panzerung, ne? Wieder einer weg. Oh, gleich ist er auch down. Zack. Sehr gut. Mittendrin, Alter. Okay. Der Mund bei Starla. Da kommt noch einer angehoppelt. Ja, du hast deine eigenen Leute getötet, hast du gut gemacht. Da guckst du sparsam, ne? Warte, ich mach's fertig. Noch irgendwo jemand? Gerade nicht, ne? Gut. Das nehmen wir noch mit.
Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Ja, jetzt haben sie Haftbomben in der Tasche, ne? Das ist 100 Pro, ist das eine Falle. Das ist sowas von eine Falle. Da ist er schon. Yusuf, schön dich zu sehen. Du weißt, wieso ich hier bin. Ja, ich habe dafür gesorgt, dass du mich findest. Der Khan will dich treffen. Ich bin nicht zum Reden hier. Du hast uns alle verraten. Retten wir unsere Heimat gemeinsam. Es muss nicht so enden. Doch, Ryoso, muss es. Yay, Fürst gefangen. Sakai. Fürst Sakai, bitte wacht auf. Gefangen. Toll. Oh. Ihr wart so lange weg. Ich wusste, ihr habt Schwierigkeiten. Ich kam, um zu helfen, aber die Mongolen haben mich... Verdammt. Wir müssen uns befreien. Die werden uns umbringen. Hm. Nur wenn wir sie lassen. Versucht, loszukommen. Ganz tolle Sache. Ich muss das nur lockern. Hat ja gut geklappt, alles wieder. Nicht gut. Taka. Taka stirbt jetzt. Wir müssen Durst haben. Alak. Milch von meiner Lieblingsstute. Ihr letztes Geschenk an mich. Sie brach sich gestern ein Bein und ich verfütterte sie. Wir tun, was wir müssen, Fürst Sakai. Deshalb können ihr und ich überleben. Ich bin Samurai. Ihr seid viel mehr als das. Ihr seid der Geist. Zieht euer Volk auf meine Seite und sie bekommen Frieden. Niemals dienen wir euch. Euer Onkel sagte das selbst, als ich ihn bat, den Krieg zu beenden. Er wollte nicht euer Sklave sein. Auch ich schätze Familie und weiß, wie es ist, in ihrem Schatten zu leben. Warum uns in Bescheidenheit üben, wenn wir Legenden sein sollten? Er ist eine Legende. Seht! Euer Volk wird euch folgen. Kommt zu mir und rettet sie. Ihr wollt teilen und beherrschen. So wie bei Ryoso. Nicht uns. Oh. Eure Legende schert sich nicht einmal um euch. Tötet ihn. Und ihr seid frei. Ich einen neuen. Und ihr müsst erneut wählen. Ja! Das wird uns Yuna niemals verzeihen.
Ich sag ja, nicht töten, sondern brechen. Ich brauche mein Schwert. Ich kann mich gerade nicht verbeugen. Toll. Ausrüstung. Oh. Ach, die bunkern mein ganzes Zeug gleich hier. Ob das so schlau ist, weiß ich ja nicht. Ich töte alle. Seid euch nur frei! Nicht mal, wo wir sind. Sind wir in der Burg? Nee, ne? Nee, wäre dämlich, uns hierher zu bringen. Also zur Burg. Oh. Du bist tot! Sehe ich noch nicht. Verdient den Tod! Das ist für Taka! Keine Gnade! Verräter! Gibt's hier sonst noch irgendwas? Zwei sind geflüchtet. Okay. Ich glaube fast nicht. Ach, guck mal. Oh, hier sind das. Ach, die flüchten immer noch. Oh nein. Nein, 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 nein. Jin. Yuna. Ich habe den Khan mit Ryozo ausreiten sehen. Wo ist Taka? Ich weiß, er ist hier. Er hinterließ die Nachricht, er sei dir gefolgt. Wo ist er? Nein. Nein! 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 Yuna, warte! Taka! Er hätte gar nicht hier sein sollen! Nein! Warum hat er nicht gehört? Das ist doch auch nicht. No! Er wollte dich stolz machen. Er wollte sein wie der Geist. Hättest du ihn nur nicht mitgenommen! Ich wollte ihn aufhalten. Aber er wollte helfen. Nicht ohne ihn. Okay, diese Geistkampfhaltung funktioniert nicht gut. Bastarde! Ah!
Problem ist, die stecken nur zwei Schläge ein. Ach. Ich bin gleich tot. Ich brauche Hilfe! Ja, ich auch. Huch. Ich kann nicht aufstehen. Mach mich tot. Okay, das war sehr unvorsichtig. Jane! Ja, kann ich. Bin schon ewig nicht mehr gestorben. Ich weiß nicht, was da gerade los war. War nicht gut. Ich glaube, ich lege zu viel Wert auf diese Geistkampfhaltung, oder? Wollte ich eigentlich mal ausprobieren. Toll, dass du normale Pfeile nimmst. Dein Kopf gehört mir! Was? Da war's. Guter Speicherpunkt. Das waren alle. Die Strohhüte sind vernichtet. Ryoso ist allein. Er lebt noch. Er ist beim Khan. Wir können hier nichts mehr tun. Ich begrabe meinen Bruder. Ich helfe dir. Ich konnte ihn nicht retten. Oh, ein Ladebildschirm ohne Tipps. Ich wollte nie, dass es so kommt. Tut mir leid. Ich wollte ein gutes Leben für ihn. In Sicherheit. Es ist nicht deine Schuld. Es ist meine. Nein. Das war der Khan. Ryoso. Jeder Mongole auf dieser Insel. Hilf mir, sie alle zu töten. Hilf mir, Taka zu rächen. Sollte ich jetzt noch fortgehen? Wozu? Wo sollte ich hin? Und was tun? Ich bleibe hier. Und kämpfe. Geh ins Lager meines Onkels und ruh dich aus. Ich komme hin. War Taka tapfer? Am Ende? Er war stets tapfer. Warum stellt sich der Khan uns jetzt nicht mehr? Hat er Angst vor uns? Kann es sein? Ja, offensichtlich kann er uns nicht töten. Ich glaube, er hat Angst vor uns. Ja, gut. Ich würde sagen, ein guter Moment, um diese Folge zu beenden und auch diese Aufnahmen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei Ghost of Tsushima. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.